Martin Hinteregger führt natürlich seine Mannschaft als Kapitän hinaus mit der 13. Und da gibt es Applaus von allen, auch von den St. Vätern natürlich. Also Hochgeschwindigkeitsfußball dürfen, können wir heute nicht erwarten, aber ein Spiel mit höchstem Einsatz, wo auch hoffentlich der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt. Schön gespielt von Hufnagel. Und die erste Abschlusschance für Lukas Unterweger, aber gute Abwehr von Lukas Freidel. Hinteregger verlängert, schön gemacht. Und bloß keine, jetzt gibt es Freistoß. Und das ist eine Distanz für Martin Hinteregger. Und toller Freistoß von Martin Hinteregger. Und tolle Abwehr von René Rovic. Ja, das hat der René super überzuckert, aber schön um die Mauer herum von Hinteregger. Und das taugt in die Leute natürlich. Ja. Super Freistoß, tolle Abwehr vom St. Veiter Goli. So und die aber Ganzl hat beim Filmen. Trainingsgemeinschaft Zirnitz und Steuerberg, alle Trainings werden zusammen abgehalten, nur das Abschlusstraining dann jeweils einzeln. Freidel bis jetzt sehr gut, gefällt mir gut. Serdarevic und jetzt das 1:0. 12. Minute, Serdarevic, Edin Serdarevic. 1:0. Da war er jetzt chancenlos, der Lukas Freidel. Und Oliveira hat da die St. Väter wieder zurück in die zweite Liga geschossen und super Aktion. Novak. Wieder eine schöne Aktion. Gut kombiniert. Ja, riecht, glaube ich, auch ein Tor. Ihre Herrn Schweinsbrotten oder na, das ist Currywurst. Hinteregger! Und da haben wir jetzt nur einen Millimeter gefehlt. Ja, so ein Berg. Kriegst nicht dauernd unter Kontrolle. Der wird zu seinen Chancen kommen. Ja. 29. Minute läuft. Hofer. Aufgepasst, Chance, Ball ist noch heiß und Millimeter haben da gefehlt. Zweimal das Duell Martin Hinteregger gegen René Rovic und zweimal der Sieger René Rovic. Aber dem werden jetzt da die Finger brennen und das liegt nicht an der Sonne. Schön gespielt, Serdarevic. Schön weitergespielt und tolle Abwehr, super hier. Ich kann mir vorstellen, 11 Schiedsrichter am Feld und jeder hat einen Pfeifer im Hinteregger und Stange. Letzte Aktion in Halbzeit 1. Martin Hinteregger setzt den Ball an die Stange. St. Veit führt hier im ersten Spiel der Unterliga Ost der Saison 22-23 als Meister aufgestiegen ist, also heuer. Und gleich wieder die St. Väter und ist das schon das 2:0, hätte es sein gehabt. Also und dafür war das Spiel richtig gut. Jetzt wieder eine Chance für die St. Väter. Der Hinti ist da. Hinteregger. Boah, boah, oh, er ist halt kein Rechter. Den Rechten hat er nochmal fürs Gleichgewicht halten. Aber die Aktion war schon, sagen wir mal, sehr sehenswert, richtig toll. Aber im Abschluss fehlt das Glück, jetzt aber vielleicht, jetzt ist er wieder nicht drinnen. Serdarevic, zweites Tor. Aber zumindest 90% von dem Tor gehören dem Alexander Hofer. Salbreiter! Kein Abseits. Michi Salbreiter, 75. Minute. 3:0. Für Edin Serdarevic gekommen.
Das war ein erwartet schweres Spiel, sage ich einmal. Das, sag einmal, St. Veit ist jetzt keine typische Unterliga-Mannschaft für mich. Alles junge Buben, die wahrscheinlich auch eine gewisse Ausbildung genossen haben in der Jugend, egal wo es war, in der Akademie oder selber in St. Veit, lang im Nachwuchs gespielt hat. Und ja, und trotzdem muss man sagen, erste Halbzeit, eben wenn von Martin, der in der 45. nicht auf die Stangen geht, sondern reingeht, steht es 1-1. Und dann bist du vielleicht ein bisschen im Kopf drinnen bei den St. Veiter. Dann schaut es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Aber grundsätzlich waren es einfach, muss man sagen, den Dicken besser als wir. Einfach giftiger und spritziger und ein bisschen abgebrühter. Und geht so in Ordnung, das Ergebnis, sage ich mal. Da haben wir ein Lob an die ganze Mannschaft. Das waren heute. War halt ein außerordentliches Spiel mit schwierigen Vorzeichen, war sehr schwer einzuschätzen, was passieren wird. Man hat schon gesehen, nach hinten kann allein eine Aktion bringen, die alles entscheiden kann und die Dynamik von einem Spiel verändern kann. In diesem Sinne haben wir sehr zufrieden, dass wir die erste Partie gewonnen haben. Aber es ist halt auch noch ein Spiel. Es gibt 3 Punkte dafür, wir sind sehr zufrieden damit, weil es nimmt ein den Druck aus. Aber die nächste Aufgabe ist nächste Woche schon da. Wir spielen gegen Mittlern auswärts, eine richtig gute Mannschaft mit einem ausgezeichneten Trainer. Und da müssen wir mal wieder beweisen, dass wir da herkehren. Wenn wir da was holen, können wir vielleicht mit ein bisschen breiterer Brust auftreten. Aber jetzt sind wir froh, dass wir die erste Partie gewonnen haben. Ich bin jetzt seit gut einem Jahr da bei dem Verein. Seit ersten Spiel heute Kapitänsbinden gekriegt. Heute reingegangen. Mit der Atmosphäre da. Sowas selten erlebt. Vorher nie erlebt eigentlich. Heute unglaublich stolz auf die Truppen, auf uns, auf die Stadt, auf die Fans da. Und deswegen einfach nur überwältigend. Überwältigend, was da abgegangen ist heute. Ich glaube, wir können stolz auf die Truppen sein. Wir alle mal Freude bedanken uns bei den Fans. Das war heute wirklich für alle ein Fußballfest. Die meisten waren wegen einem Hinti da, muss man offen und ehrlich sagen. Heute haben sie ein gutes Spiel angesehen. Ich gehört, die waren alle wegen dir da. Die waren wegen einem Hinti da, das ist ein Blödsinn. Aber sie haben einen guten Fußball gesehen, glaube ich auch. Und deswegen sind wir heute alle glücklich, stolz und obergeil. Obergeil. Martin, wir haben ja das Spiel auch live übertragen. Herzliche Grüße aus Frankfurt, haben viele zugeschaut. Wieder in Kärnten, in so einer tollen Anlage, so eine Kulisse. Was sagst du zum ersten Auftritt? Ja, Weltklasse. Wir haben leider gegen einen viel zu guten Gegner gespielt. Es war schon, hat aber mega Spaß gemacht, aber die haben absolut verdient gewonnen. Aber das Wichtigste ist, der Spaß war im Vordergrund. Ich glaube, jeder Zuschauer, was da war, hat eine Freude gehabt. Die Kinder haben eine mega Freude gehabt und genau deswegen bin ich wieder da hergekommen. Das hat man auch gesehen, nach dem Spiel, so viele Kinder hast du da hinten, die Armee aus Frankfurt praktisch jetzt mitgebracht. Ja, das zeigt einfach, dass ich die letzten 12 Jahre sicher einiges gut gemacht habe und sicher viele, viele Kinder und Erwachsene schon auf meiner Seite, sage ich mal, gezogen haben, die einfach auf mich aufschauen. Und ja, das bestätigt einfach, dass ich doch einen guten Weg gegangen bin. Und jetzt gilt es einfach nur Spaß zu haben und keine Erwartungshaltung, kein Druck mehr, sondern einfach nur happy sein und genau das war halt der Fall. Das wäre genau meine nächste und letzte Frage gewesen auf einer Wohlfühlskala. Wenn du jetzt vor 3 Monaten und heute vergleichst, wo bist du dann jetzt? Ja, ganz woanders. 10 plus, das ist genau, warum ich zurückkommen wollte, was mich happy macht und genau so, wie es mir vorgestellt, so zu spielen. Wirklich mit der gegnerischen Mannschaft in den 90 Minuten einfach ein bisschen Gaudi haben, Spaß haben, gar nicht mehr ernst nehmen und ja, ein bisschen fitter werden muss ich noch und dann glaube ich, dann wird es mit einigen Tore auch klappen. Bei wie viel Prozent Fitness war der Hinti heute? Oh, ich glaube bei 20%. Ich hab die 3 Monate jetzt schon so gelebt wie ein Rentner, also ich war glaube ich nicht einmal trainieren. 2 Trainings habe ich hinter mir gebracht, die waren so halb, aber heute habe ich irgendwie schauen müssen, dass ich es drüber bringe, aber ich werde die nächsten Wochen schon fit werden und dann wird sicher ein bisschen woanders werden. Bin ich überzeugt, wir übertragen ja sehr viel aus dem Kärntner Amateursport, haben auch so einen Podcast, Einblicke. Dürfen wir die da einmal dazu einladen? Setzen wir uns da einmal gemütlich auf einen Kaffee oder ein Bier irgendwo zusammen? Ja, die nächsten Wochen nicht, aber dann im Winter mal, wenn es alles ein bisschen entspannt hat, gern. Das freut mich. Danke, Hinti, und viel Erfolg. Danke sehr. So, das war also Martin Hinterecker nach seinem Debüt hier. Faire Gratulationen an den Gegner. Sein Wohlfühlfaktor ist extrem hoch und im Winter kommt auch mal zu den Einblicke. Was will man mehr? Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Noch einmal, schlagt den Rüdi, geht auf sport-fan.at und macht mit beim WM-Tippspiel. Und 28. September wieder hier in St. Veit. Schiedsrichter in Friends gegen Kärntner Allstars, da werden wir auch wieder dabei sein. Heute noch einen schönen Abend. Ciao, Baba.